Ich habe hier zwei Konsumieren-Events. Einmal Infizierten, einmal Militär. Aber jetzt mit der Tatsache, dass mir gesagt wurde, es existieren Gegner, die mich erkennen, obwohl ich verkleidet bin. Ne, upsa. Auch wenn ich diese Detektoren nicht mag, die geben mir ein Zeitfenster. Und das ist voll okay, finde ich. Das ist Game Design technisch vollkommen okay. Ne, dass etwas, was mich quasi unverwundbar gemacht hat, ne, wie die Verwandlung, dass da ein bisschen was von der Kante weggenommen wird. Ne? Und zwar im Spiel, während des Spielverlaufs. Ne, am Anfang ist es dein Go-To-Tool, damit du sicher bist, und dann später musst du ein bisschen, kannst du dich nicht nur darauf verlassen. So, und das ist okay. Aber dass jetzt etwas kommt, was mich sofort entdecken kann, dass quasi selbst mein Go-To-Tool nicht mehr gut ist, ne, mein Go-To-Tool, mit dem ich mich durch das Spiel bewegen konnte, ohne dass ich die gesamte Zeit fliehen musste oder halt kämpfen, je nachdem. Das finde ich nicht gut. Ich nix Freund von. Ach, guck mal, ich habe die letzte Muskelmassenfähigkeit freigeschalten. Die gehen ja vielleicht auch, also dass sie etwas brauchen, um Akro zu gehen. Das wäre natürlich der Idealfall. Das müssen wir ausprobieren. So, ich gehe mal den Health Boost auf Max. Das wäre der Idealfall, aber auch ein Fall, den ich... Und das klingt jetzt doof, aber den erwarte ich nicht. den erwarte ich nicht, weil ich das Gefühl habe, dass mir das Spiel mehr Spaß nehmen möchte. So, dass ich, oder dass das Spiel gegen mich agiert. So, Palm Slam. Was mache ich? Achso, wenn ich X und B. X und B, was ist denn das für eine Tastenkombination? Critical Pain Devastator. Der wäre interessant, den möchte ich ganz gerne sehen. Ich würde dann jetzt... Ich guck mir mal das Militär-Konsumieren-Event an, was da hinten ist. So, oh, shit, da ist ein Hunter drin. So, dann... Ne, ich guck mal, was das für eine Art von Event ist. Das ist... Konsumiere die markierten Gegner. Okay. Wohin muss ich da hin? Achso, ich muss da hoch. Second Lieutenant Jason Moss. Moos. Ich hoffe einfach, dass... Oh Gott, schaut euch mal an, wie gut die Basis verteidigt ist. Ich hoffe einfach mal, dass ich in keinem Fall irgendwie in die Basis muss. Das wäre blöd, nämlich für mich. Oh shit, ich habe einen Hunter gerufen. Das Gebäude ist hübsch. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Teil der Stadt noch nicht wirklich unterwegs war. Und das Gebäude kann ich mir nicht daran entsinnen, da irgendwann mal hochgegangen zu sein. Gott, der ist aber auch wirklich weit weg gewesen. Ist er hier auf dem Dach? Nope.
So. Kannst du bitte aufhören, mich zu verdächtigen? Danke. Lieutenant Corporal Michael Rossiter? I bet you two cartons they have a hell of a bunch of missiles pointed right here at good old NYC. Damn. Don't sweat it. We won't even know it when it happens. Also, mach dir keinen Kopf darum. Moin Melli, na, was geht ab bei dir? Du bist noch wach? Das wundert mich gerade. So, wir haben eine Minute. Mal gucken, wie weit ich muss. Schaust du heute bitte mein Haus und die Gegend an? Klar, mache ich. Wo ist der Dude? Oh Gott, wo ist der? Ich fliege hier gerade halb durch. Nicht durch halb. Ich fliege quasi quer durch Manhattan gerade. Ach, der ist jetzt oben auf dem Dach. Oder wie? Auf einem anderen Dach ist der. Mir egal. What? What? Nee. Was? Okay. 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 Ne? Melli, nee, jetzt wirklich. Jetzt wirklich nicht, Melli. Wer auch immer. Ich will, dass das Spiel gut ist. So. Ich möchte, dass das Spiel mir Spaß macht. Aber so viele Designentscheidungen, die getroffen worden sind, sind komplette Grütze. Dass ich jetzt in einer Animation bin, in der der Timer ausgeblendet ist. Der Timer war nicht mehr da. Was normalerweise bedeutet, dass ja so im Sinne von, das ist schon... Na, oder das... Nochmal ganz anders. Fangen wir nochmal vorher an. Wir wussten ja, dass die Konsumieren-Animation vom Timer abzieht. So. Aber, dass man grundlegend das nicht bedacht hat, ist kompletter Humbug. Es ist nicht, dass ich nicht genug Grütze hatte oder dass ich den nicht absorbiert habe, Lünku. Es ist, dass die Animation zum Absorbieren zu lange gedauert hat und dementsprechend die Zeit ausgelaufen ist, weil ich nicht die Zeit hatte, darauf zu warten, dass ich ihn von hinten einmal eben schnell absorbieren kann. Ne, weil ich halt hier hochspringen musste und das halt seine Aufmerksamkeit irgendwie auf sich gezogen hat. Ne, was ja auch Sinn ergibt, das finde ich vollkommen okay. Na, aber das... Es ist Bullshit, dass Animationen dich nicht retten. Es ist Bullshit. Das ist... Wenn ne, das wäre jetzt wieder auch so ein Fall, und zwar ist es von einem Timer, das würde ich dann iFrames nennen sogar. Dachte, das wäre ein Fall von falscher Angriff. Nee. Wäre dem so, dann würde ich das... Hätte ich jetzt Melli nicht gesagt, dass... ich diesen Kommentar gerade keine Lust drauf habe. Wäre ich dafür verantwortlich, dass der Dude gestorben ist, ne, statt dass ich ihn absorbiert habe, vollkommen okay. Ne, dass ich dann ein Pleb wäre. Aber das ist halt wieder dieser Fall, dass das Spiel gegen mich arbeitet als Spieler. So, das ist halt... Ne, mit hakeliger Steuerung, kein Ding, kann ich umgehen.
Dass du das Kampfsystem nicht aktiv nutzen kannst, weil, ne, oder in seiner Fülle nutzen kannst, weil du keine Iframes hast. Ne, ist okay, es kotzt mich zwar auch an, aber so ein Bullshit. Dass du halt Missionen verlierst, obwohl du sie eigentlich geschafft hast. Nee. Du siehst, warum ich so wenig Lust auf das Game habe. Es sind halt die ganzen Kleinigkeiten hier, die das Spiel für mich mehr und mehr zu einer Art Aufgabe machen, als zu einem Spiel, bei dem ich wirklich Spaß haben kann. Ich finde aber, man merkt, dass du Teile des Spiels magst und es generell mögen möchtest, sonst würde dich das nicht so ankotzen. Sondern würdest du nur denken, ist halt ein blödes Spiel. Genau, also... ich mag auch das grundlegende Spielprinzip. Ich finde auch die Story, wenngleich sie nicht super viel ist, ganz interessant zu beobachten. Aber es sind halt diese ganzen Kleinigkeiten, die einem Spieler die Lust nehmen. Oder mir als Spieler die Lust nehmen. Na, weil so viel von den Game Design technischen Entscheidungen, die getroffen wurden, einfach nur deppert sind. Na, wie gesagt, es ist halt. Nur um noch aufs Kampfsystem zu sprechen zu kommen. Das Kampfsystem. Oder deine Stärke ist darauf ausbalanciert, dass du keine Iframes in deinen Moves hast. Ja, dass du so ziemlich aus allen deinen Moves rausgeprügelt werden kannst. Und. Dass die Gegner quasi seit Minute 1 die Möglichkeit haben, dich mit Hilfe von explosiven Angriffen, wie Raketenwerfern, Granatenwerfern oder sowas umzuwerfen. So, das bedeutet, du kommst nicht in Fahrt. Na, und das bedeutet, dass für dich als Spieler die einzige Möglichkeit ist, um aktiv in Fahrt zu kommen, oder kurze Moves-Spam ist. Ne, dementsprechend nutze ich so gerne die Peitsche. Weil das ein Insta-Kill-Move ist. Ich drück B, ich drück Y. Ich heile mich, Gegner ist instant tot. Ne, und anscheinend wollten sie gegen sowas vorgehen und haben jetzt halt Gegner eingeführt, ne, Militärgegner eingeführt, bei denen ich das nicht machen kann. Und bei dem ich im Kampf, und das finde ich noch schlimmer, im Kampf muss ich ein Quicktime-Event machen, während man als Spieler an anderen Inputs interessiert ist. Und selbst wenn ich das Quicktime-Event machen muss, ne, wenn ich quasi von den Dudes gegrappelt, ne, oder genommen werde, verlangsamt sich nur die Zeit, aber ich krieg trotzdem Schaden von anderem Kram. Und ich würde das Spiel so gern mögen, Mann. Weil ich das Spielprinzip super interessant finde, dass du, dass du die komplette Welt offen hast und dass du halt einfach Fähigkeiten bekommst, die dich auf Papier zu einer Naturgewalt machen. Und diese Naturgewalt wird halt quasi aufgehalten von Gaffer. Ne, es ist so, als würdest du einen Hurricane draußen sehen und sagen, jo, warte, ich hab Gaffer hier draufgeklebt und weg wäre der. So fühlt sich das an. Entschuldigung. Ich habe schon wieder gerantet. Du hast Minecraft gespielt und mit Momenten geredet. Hast du auf dem Server gespielt oder hast du mit ihr quasi gespielt? Ich weiß nicht, ob Nulli einen Server hat oder so. So. Keine neuen Informationen. Ne, da hat man es gerade gesehen. Der Timer ging runter, während ich die Animation, ne, oder während die Animation lief, zum Konsumieren. Und das hat halt vorhin dafür gesorgt, dass ich
nicht den Dude rechtzeitig gefuttert habe. Plus, ich meine, so was das Spiel auf jeden Fall am besten hinbekommen hat und was als das ist halt super. Als Gameplay super funktioniert, ist das Parcours. So ist es großartig. Es spielt sich flüssig. Die Herausforderungen, die mit dem Parcours existieren, machen Spaß als Spieler. So, kannst du bitte aufhören, dich zu drehen, danke. So, so, auf dem Server bin ich jetzt schon ziemlich weit, schon mit meinem mit meinem Shit gekommen, aber ja, weiß nicht, wie gut das ist. Das ist mal so richtig MC-Haus und sowas. Ich meine, falsch existiert ja nicht. Es muss dir gefallen, nicht jemand anderem. Und solange es dir gefällt, ist ja alles andere wirklich egal. Plus, mit der Zeit fängst du halt an, ein Auge dafür zu bekommen. Ganz doof, habe ich irgendwie super viel Zeit vertrödelt oder warum ist das gerade so knapp? Ich muss noch einen Dude konsumieren und mir rennt die Zeit gerade davon. Stand ich vorhin irgendwie 5 Minuten jetzt rum oder was? Wie habe ich die Mission jetzt nicht hinbekommen? Entschuldigung. Stand ich gerade einfach rum? Weil so hat sich das jetzt angefühlt, dass mir Zeitflöten gegangen ist, weil ich einfach nur rumstand. Probieren wir es nochmal. Weird. Vielleicht, weil ich mich so gedreht hatte? Ja, bin mit meinem Haus auch nicht 100% zufrieden und der Keller fehlt noch. Ja, wie gesagt, also... Ich könnte einfach mal, oder ich hatte das ja so oder so vor. Ist die Reihenfolge fest? Nee, das sind immer unterschiedliche Missionen. Eigentlich. Na, also, jetzt gerade, wo wir den Dude, den ich jetzt gerade trage, geholt haben, das war vorhin der letzte, auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Ach, come on. Come on! Danke. Ja. Probieren wir es noch einmal. Ich meine, der Dudes, ob ich mir aussuchen kann, in welcher Reihenfolge ich wen futter. Darf ich nicht? Ich muss dem Spiel folgen. Das Spiel sagt mir, ne, wenn du auf die Minimap guckst, sagt mir das Spiel quasi, wo ich hin muss. Ne, die roten Köpfe sind quasi meine Ziele. Willst du das Minecraft wieder ausgraben, nachdem du es beendet hast? Also wir werden gleich noch Minecraft spielen. Ich mache jetzt vielleicht noch so eine halbe Stunde Prototype und dann spielen wir Minecraft. Come on. Das fühlt sich nach so wenig Zeit an, was ich habe.
Was ist denn der goldene Punkt auf der Karte? Das ist die Hauptgeschichte. Die wird mir quasi immer markiert. Come on, Dude, bleib stehen. Nee, das kriege ich nicht hin. Hä? Wo fehlt mir die Zeit? Jetzt habe ich einen Hunter hier. Bin ich einfach nicht schnell genug? Gibt es einen schnelleren Gleitmove? Nee, ich bin, was Movement angeht, bin ich schon auf Max. Das muss ja wirklich ein perfekter Run sein. Aber das sind ja nicht die... Also soweit ich weiß, das ist ja keine schwere Herausforderung. Steht ja Mittel dran. Also eigentlich müsste man noch Gesundheit übrig haben. Ich habe ein paar Sekunden verschenkt. Aber ein paar Sekunden hätten mich ja auch nicht gerettet. Ich war ja nicht mehr am Target. Mann, wirklich, oh, dass man die Scheiße töten kann! Als NPC. Oh, wir machen mit der Hauptstory weiter, mir egal. Vielleicht renne ich manchmal die unnötigerweise die Häuser suchen, müsste das gar nicht. Das kann sogar gut sein, ja. Nutze die Pause-Menü-Karte, um die infizierten und gesicherten Zonen zu sehen. Infizierte Zonen sind rote Zirkel, gesicherte Zonen sind blaue Zirkel. Kann man die mit der Peitsche greifen und essen? Das Problem ist, wenn ich die mit der Peitsche greife und esse, ist meine Tarnung. Beziehungsweise, ne, wenn irgendwelche Dudes in der Nähe sind, ist meine Tarnung damit aufgeflogen. Und dann müsste ich quasi vor denen fliehen. Und die Zeit habe ich halt nicht. Aber da wäre wieder dieses Problem, dass die Scheiße getötet werden darf von random Gegnern. Na, also wir machen jetzt noch eine Mission und dann würde ich das hierbei belassen sein heute. Ist... Ich würde wirklich gerne das Spiel mögen. Also, ne, wirklich mögen. Aber es sind so viele Entscheidungen drin, die ich nicht verstehe und oder gutheiße. Wie heißt unsere momentane Quest denn eigentlich? Ein Traum von Armageddon. Vielleicht besser, man merkt, dass das Spiel gerade wieder ziemlich nervt. Ja, ich meine, so Hauptmissionen sind auch relativ häufig nervig, so in grundlegenden Aspekten, die sie machen. Aber zumindest finde ich die Story interessant genug und das Gameplay dann doch spaßig genug, als dass ich es machen möchte. Ne, jetzt zum Beispiel die Mission, wo wir gerade in dem Helikopter waren, und dann halt Leute von A nach B geholt haben und sowas. Das fand ich auch ganz cool. Aber auch da wieder... hätte ich das Spiel in anderen Reihenfolgen gebracht. Naja. Mercer,
already moving to blanket the island with it, and once they have you boxed in, they'll move in for the kill. You need to break their grip on southern Manhattan before they can expand their coverage radius. Who the hell is this? This blood toxin produces necrosis in any infected tissue, including mine. Yay, ich war wieder Alex Mercer, als ich aus der Cutscene rauskam und bin jetzt dementsprechend wieder der meistgesuchte Mann New Yorks. Woo! Bullshit. Entschuldigung. Ja, nach der Mission höre ich auf. Goddammit. Das ist so weird. Ich verstehe es nicht, dass man nicht verkleidet wieder rauskommen darf. Aus so, dann stehst du halt zwischen Militärdudes. So, okay. I'll be pinned down if they deploy those across the city. Okay. Hier ist kein Hubschrauber, den ich mir klauen darf, ne? Ups, das war jetzt nicht meine Intention. Dann machen wir das jetzt mit einem Hail Mary. Okay, das wollte ich nicht, weil du in der Sequenz halt auch nicht verkleidet bist. Also klar, ich bin in der Sequenz nicht verkleidet. Es ist auch okay so. Ist aber kein Grund, dass ich mich da nicht wieder zurückverkleide. Wenn du verstehst, wie ich das meine. Ich kann halt für die Sequenz diese kleine Animation. Wir schauen uns um, okay, wir werden jetzt Alex Mercer, wir machen unsere Sequenz als Alex Mercer. Alles easy. Gott, wie die... Guck mal, wie die umherfliegen. Na, und dann kommst du halt trotzdem wieder als verkleideter Dude raus. Ach komm, jetzt haben die das hier bei einem Hive gemacht. Oh shit, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Freund für euch. So, nehme ich den mal ganz kurz mit. Achso, da ist der. Wie schaut die Basis aus? Achso, der Basis ist es egal, wie es ihr geht. Nice. Ich verstehe es, aber es wäre halt ein Mini-Bruch, wenn die Sequenz ohne Verkleidung endet und plötzlich verkleidet weiter ist, aber andere Spiele kümmern sich um sowas auch nicht. Oh, wait. Das Ding ist, dieses Spiel hat so viele Brüche. Ob jetzt Mini-Brüche oder nicht. Dass dieser eine Bruch jetzt auch nicht mehr wehtun würde? Callum Kirkland. What I'm saying is that the subject entered the station with the intent on releasing the weapon. Are you certain? Yes, sir. I have no doubt. How many people were exposed? In the station, sir? I don't know. Hundreds? Thousands? I don't know. Habe ich noch den Raketenwerfer hier irgendwo? Nee, ne? Jetzt einfach mal, um ein Beispiel schon instant zu nehmen aus dem heutigen Stream.
Wir waren in dem Raum mit dem Supreme Hunter. Und suddenly war der Supreme Hunter weg. So. Ne, beziehungsweise wir haben den Supreme Hunter gekillt und suddenly waren die Panzer, die da drin waren, die Soldaten, die da drin waren, weg und wir haben Dana rausgezogen. Und dass irgendwas irgendeinen Mucks gemacht hat. So, okay. Na, oder auch, dass wir diesen Kontaktmann haben, von dem wir keine Ahnung haben, ne, der plötzlich mit uns redet, ohne dass wir wissen, warum. Die explosiven Sachen etc. Das ist der Blood Tox. Ich glaube. Hier ist auch noch einer. Upsa. Ich sehe ihn gerade nicht. Achso, ich bin in der falschen Querstraße. Ich muss auf ein anderes Dach gehen. Das hier dürfte reichen. Kann... Ah! Sehe ich den Nebelwerfer von hier aus nicht? Ja, wo ist er? Verzeihen Sie? Sie haben einen Nebelwerfer hier irgendwo stehen, den ich kaputt machen möchte? Laut Karte sollte der unter mir sein. Seht ihr den? Ist er... Ist er hier oben auf einem Dach? Vielleicht ist er oben auf einem Dach. Ah, oh, ich sehe ihn. Okay. Es war doof von mir. Oh wow, die Dinger tun halt wirklich weh. Au, 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 au. Buffert es wegen dir oder wegen mir? Wegen dir. Ja, ja. Ich bin definitiv nicht irgendwie verdächtig oder so. Nein, nein. So. Einmal weg hier. Ich versuche mal noch an einen anderen Raketenwerfer zu kommen. Ich finde es interessant, dass ich das hier stealthen kann. So. Jetzt natürlich nicht 100%, aber ich stealthe es halt. RIP der Dude. so. Ich gehe mal davon aus, dass die so ein bisschen mad sind. Weil die das nicht mögen, hier angegast zu werden, nachvollziehbarerweise. Ich meine, ich wäre auch mad, wenn irgendjemand vor mir auf der Toilette war und dann ganz doll gepupt hat. Wohl wissend, dass ich da noch hin möchte. So. Ach, das sind Pieper. Endlich mal gute Gameplay-Entscheidung, dass es geht. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass es nicht zwingend gewollt ist vom Spiel, dass es geht. Sondern dass es halt ein Zufall ist, ein glücklicher. Ich glaube, das... Ups, ich glaube, das geht nur, weil wir das Ding schnell genug kaputt machen, während uns niemand sieht. Na, wir schießen quasi zweimal
Niemand hat, hat gesehen, dass wir geschossen haben. Und dann sind wir halt auch schon schnell genug weg. Statt würden wir... Oh shit, das ist ein Hunter. Statt zweimal schießen und der Hunter springt hier rüber. Ne, statt quasi zweimal schießen, wir werden nach dem ersten Schuss erwischt. Hunter. Noch ein Hunter. Ach, das sind die Hunter vom Hive, die jetzt gerade ganz viel Spaß mit uns haben wollen. Können explodiert werden. Ach, Schabernack. Der wäre fast geschlüpft, der Hunter da. So. Niemand sieht uns. Da zum Beispiel hat man mich jetzt irgendwie gesehen, aber gut. Hunter! Geh mir aus dem Weg! So, zack, zack. Ich verstehe das Spiel irgendwie nicht. Was verstehst du nicht? Vielleicht kann ich dir helfen. Wobei, ich kann verstehen, warum man das Spiel nicht versteht, wenn ich bedenke, dass ich gerade nicht das Haupt-Gameplay-Element nutze vom Spiel, sondern ne, was quasi meine Fertigkeiten sind, sondern weil ich den in Anführungszeichen einfach, ne, also den Pazifistenweg nehme, bei dem ich halt wenig Genozid machen muss. Schatten musst du Gas. Genau, das sind Nebelmaschinen und wir hassen Partys. Oh shit. Da sind mehrere Hunter. Die Mission und wer, du weißt was. Du weißt was und warum du das tust. Also unser Kontaktmann, also der Dude am Telefon hat ja gesagt, ey, die sind da voll so mad gegen dich und so. Und die wollen die Gastanks aufstellen, die doof sind für dich. Und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir die kaputt. Weil die uns töten. Und dass sie uns töten, haben wir aus der letzten Story-Mission herausbekommen. Na, als wir, nachdem wir quasi das Meeting infiltriert hatten, haben wir quasi dieses Gas geatmet. Und da hat jemand gesagt, haha, das ist dieses neu entwickelte Gas. Und nur Infizierte sind davon negativ beeinflusst. Okay, die Mission hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Raven, vielen lieben Dank an das Sub-Geschenk, an Lynku. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Auch dann nochmal wegen gestern. Die Mission, du. Ich meine, die Mission ging jetzt voll klar. Die hat sogar Spaß gemacht, so auf Stealth zu spielen. Fand ich. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist zwar nicht, glaube ich, zwingend die Art und Weise, das Spiel zu spielen, wie die Entwickler es sich gedacht und gewünscht haben. Aber ich spiele das Spiel, wie es mir gefällt. Und das mit dem Krokodil. So, okay, unsere momentane Hauptaufgabe heißt The World Set Free. Die mache ich dann aber erst nächste Woche. Da kann es übrigens sein, das merke ich schon mal an, dass es nächste Woche dann nur einen Prototype-Stream gibt, weil ich... Oder nee, Entschuldigung, ich habe an die falsche Woche gedacht. Alles gut. Ich habe an die Woche des 23. und 22. Wochenendes gedacht. Das ist ja erst in 2 Wochen. Mein Fehler.
Genau, aber dann speichern wir jetzt hier zu meiner Stelle und dann wechseln wir jetzt nochmal für so eine Stunde auf Minekraft. Genau. So, 12. Komm, wir speichern dreimal. Dreimal ist die Zahl, die mir gefällt. Das ist wie das die Dreifachmacht oder wie auch immer das Ding hieß. Gut, zum Desktop bitte, danke. So.